Hey, schön dich zu sehen. In diesem Video werden wir uns ansehen, warum das Produkt zweier negativer Zahlen positiv ist. Sehen wir uns das am besten an einem Beispiel an. Und zwar, warum ist minus 2 mal minus 3 plus 6? Nun ja, schreiben wir mal folgende Rechnung auf. 2 mal minus 3. Das Produkt von 2 mal minus 3 ergibt minus 6. Verringern wir den blauen Faktor um 1, können wir folgende Rechnung aufschreiben. 1 mal minus 3. Das Produkt dieser Rechnung ist minus 3. Verringern wir den blauen Faktor abermals um 1, landen wir bei der Rechnung 0 mal minus 3. Das Produkt ist 0. Wenn wir den blauen Faktor wieder um 1 verringern, landen wir bei der Rechnung minus 1 mal minus 3. Nun ja. Was ergibt nun minus 1 mal minus 3? Sehen wir uns dazu an, was bisher passiert ist. Wir sehen, immer wenn wir auf der linken Seite den blauen Faktor um 1 verringert haben, ist auf der rechten Seite das Produkt um 3 mehr geworden. Sowohl in diesem als auch in diesem Schritt. Wenn wir das Ganze abermals durchführen, ist es nur logisch, wenn wir auch im nächsten Schritt ein Produkt erhalten, das um 3 größer ist als das vorhergehende. Insofern ist das Produkt von minus 1 mal minus 3 plus 3. Und nun, wenn wir den blauen Faktor abermals um 1 verringern, muss das Ergebnis von minus 2 mal minus 3 plus 6 sein. Und das ist der Grund, warum zwei negative Zahlen miteinander multipliziert eine positive Zahl ergeben.